jetzt kommen wir zum Weihnachtsfilm. Ja, Weihnachten, es ist Juni und ich bespreche einen Weihnachtsfilm. Der Bad Cop ist... hat keinen Dachschaden, er hat einfach jetzt den Krampus zum Besprechen. Und der Krampus ist ein Weihnachtshorrorfilm, wenn man es ganz genau nimmt. Es geht um eine Familie, um eine sehr dysfunktionale Familie, die sich auf ihr Weihnachtsfest vorbereitet, natürlich inklusive Verwandtschaft und alles drum und dran. Es gibt natürlich familiäre Streitereien und so weiter und so fort. Und irgendwann tut einmal der kleine Bub von der Familie, der Max, der eigentlich an den Weihnachtsmann glaubt, sie glauben an den Weihnachtsmann aufgeben. So nach dem Motto, ach, du kannst mir doch so nicht mehr geben, was mir noch etwas bringen würde, weil ich bin mit dieser Familie sozusagen gestraft. Zerreißt sie Wunschzettel und das bedeutet im Endeffekt bühnenfrei für den Krampus, der dann auftaucht, wenn ein Kind den Glauben an Weihnachten verliert. Und der Krampus, der tut mal kurzerhand nicht nur die Familie terrorisieren, sondern auch... ja, eigentlich die ganze Stadt, wo das abspielt. Also, und es ist, der Film ist insofern interessant, das ist der Regisseur, der den Trick or Treat gemacht hat, der hat den Film inszeniert. Der Trick or Treat ist eigentlich generell bei den Fans sehr beliebt. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt den Trick or Treat nicht so toll gefunden und bin dementsprechend ein bisschen skeptisch an den Krampus angegangen, weil ich mich auch gefragt habe, wie kann man das unter einen Hut bringen, auf der einen Seite Weihnachtsgeschichte, auf der anderen Seite Horrorfilm. Und das funktioniert in diesem Film eigentlich erstaunlich gut, weil... also die erste Hälfte ist also der typische Weihnachtsfilm. Also er baut das Szenario, man hat die verstrittene Familie und alles drum und dran. Ist alles auch recht liebevoll gemacht, mit guten Schauspielern und so weiter und so fort. Und dann, wenn dann aber der Krampus auftaucht, wird es dann zunehmend düster. Also macht dann auch nicht wirklich großartige Gefangene. Es gibt dann schon ein paar Momente, wo man denkt, okay, Moment, ist jetzt gerade die Person tatsächlich hops gegangen? Und dann macht er dann so gegen so ungefähr nach einer Stunde, bis vielleicht plus minus, macht er dann nochmal eine Kehrtwendung und verwandelt sich dann sozusagen fast wie ein Creature-Feature-Film, weil der Krampus kommt nicht allein, der hat dann noch verschiedene Helfer. Ich verrate jetzt nicht, was das für die sind, aber mir persönlich hat das Ganze dann extremst irgendwie an Gremlins erinnert zum Beispiel. Also, und das ist schon mal sehr positiv. Also, vom Vibe her, ab einer Stunde vor, will ich sagen, so einen Gremlins-Vibe aufzubauen. Das heisst, du hast Monster, du hast Humor, du hast recht viel Action. Also das, da geht etwas. Und am Schluss wird er sehr düster. Und ganz am Schluss, dann, also der Schlussgag, wo anscheinend im Internet viele nicht verstehen, das ist ja heiß diskutiert, so wie es aussieht, ich will da jetzt nicht spoilern, der Schlussgag, da bleibt dann das Lachen im Hals stecken. Und von dem her gesehen macht der Krampus eigentlich alles richtig. Er ist sehr, sehr hochwertig produziert. Der Effekt, also auch die Monstereffekte sind sehr gut gemacht. Das ist alles... echt, also ich habe jetzt nicht wirklich großartige CGI-Effekte ausmachen können. Die Schauspieler sind allesamt auch sehr gut. Der Humor, wenn er vorkommt, ist eigentlich recht pointiert. Und eigentlich muss ich wirklich sagen, ich bin vom Krampus also wirklich extremst überrascht gewesen. Ich weiß, dass der Good Cop ihn nicht so gut gefunden hat wie ich. Auch gut gefunden hat, aber ich anscheinend ein bisschen besser finde. Und darum gebe ich am Krampus auch 4 von 5 Handschellen, weil es ist wirklich ein super Film, wo man sich nicht nur am Weihnachten anschauen kann, sondern auch unter dem Jahr. Und auch diesen Film verlosen wir zweimal als Blu-ray mit freundlicher Unterstützung von Universal Pictures. Und auch da, welche Frage soll man da beantworten? Genau, wie heisst das Obermonster im Film Krampus? Tja, was, das ist wirklich eine schwere Frage. Also, wie, also nochmal, nennt mir den Namen vom Obermonster, also von dem Wesen, wo die Bedrohung ausgeht im Film Krampus. Und auch die Antwort schickt ihr mir bitte an badcop@moviecorps.ch.